Hallo, liebe Freunde des gepflegten Westernreitsports. Lange habt ihr nichts mehr von mir gehört, aber hier ist mal wieder ein Video. Leider habe ich schlechte Nachrichten für euch, denn ich höre auf. Oh ja. No. Ich hatte eine lange Zeit gesundheitliche Probleme. Einige von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Mir ging es nicht gut. Ich musste 2017 etliche Turniere auch als Sprecher absagen und bin auf kein Turnier gefahren und habe gefilmt. Equitana war das letzte, was ich so gemacht habe. Und es liegt daran, wir hatten uns Anfang 2017 ein Haus gekauft. Und im Mai, Juli haben wir dann ordentlich hier renoviert. Und wie es so ist, ne, man denkt, alles schnell gemacht, Boden gelegt, Wände gestrichen, Wände raus und so weiter. Dabei habe ich mich extremst körperlich verausgabt, inklusive, wie sich im Nachgang herausstellte, extremst Vitamin D-Mangel. So hatte ich extreme körperliche Schmerzen. Also ihr müsst euch das vorstellen wie der schlimmste Muskelkater, nur permanent. Das haben wir dann ein bisschen später herausgefunden. Und zwar, ich sag mal, der normale Wert liegt bei 30 bis 50 und ich war bei 11. Also ich habe mich da aber jetzt wieder aufgepäppelt und mir geht es jetzt soweit wieder besser. Und deswegen habe ich auch eine gute Nachricht, denn ich höre auf. Ich höre auf mit der Pause und ich mache weiter mit Westernhorses TV. Yeah! Nicht, dass ihr denkt, ihr werdet mich los. Nein, ihr kriegt mich nicht von der Backe. Und je nachdem, wann ich das Video hochlade, ist es auch kein verspäteter April-Scherz, sondern es ist offiziell. Ich höre auf mit meiner Pause. Ich fange wieder an, Videos zu machen. Ich war auch vor ein paar Wochen schon unterwegs, habe ich schon mal bei Schönwetter den Lars Nebel, schöne Grüße an dieser Stelle an Nebel Performance Horses, habe ich ihn begrüßt, besucht zu Hause bei ihm, so ein bisschen Wintertraining-Impressionen gefilmt. Das könnt ihr jetzt hier im Hintergrund sehen und das ist auch schon ein bisschen die Neuerung. Ich habe ja jetzt das Studio soweit hier eingerichtet. Unter anderem habe ich auch noch ein anderes Highlight für dieses Jahr, das ist auch nochmal in Kreuth, allerdings die Bunden. Isa, sei gegrüßt, und Andreas, sie haben mich gefragt auf Equitana, ob ich das machen würde, da habe ich gesagt, klar, kein Thema, also da wird auch noch ein bisschen was Interessantes auf euch zukommen im Bereich Video und Berichte. Dann werdet ihr natürlich auch wieder weiterhin im Bereich Quick-Tipps versorgt, da habe ich nicht nur den Lars wieder so ein bisschen ausgespäht, sondern nein, ich werde auch andere Trainer, Trainerinnen besuchen. Es waren auch schon mal in der Zwischenzeit ein paar Anfragen für Trainerporträts und so weiter. Also da habe ich auch noch fleißig zu tun. Es wird auch einige Neuerungen geben, aber das erfahrt ihr in anderen Videos. Und weil ich jetzt so viel im Bereich Video noch machen möchte für Westernhorses TV und auch für 6-8 Media, also im Prinzip meine Produktionsgesellschaft oder Firma, wo ich dann halt normale Videos, Imagefilme und so weiter produziere. Deswegen gibt es noch eine Sache, mit der ich auch wirklich aufhöre, und das ist als Turniersprecher. Und da möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei allen Veranstaltern und Leuten, die mich da gebucht haben, mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Danke vielmals. Aber ich habe viel vor, ich möchte mich mehr auf Videos konzentrieren, sehe da noch ein bisschen mehr Kreativität. Und deswegen brauche ich die Zeit, brauche ich die freien Wochenenden für die Videos, die Turniere, für sonstige Produktionen, wo ich hinfahre. Und deshalb höre ich damit auf. Tut mir leid, ich habe einige noch nicht geantwortet, werde ich aber jetzt noch demnächst persönlich nochmal tun. Danke nochmal dafür, wie gesagt. Und ich freue mich auf ein spannendes 2018. Mir geht es, wie gesagt, wieder besser. Und bleibt gespannt, ihr werdet eine Menge von mir sehen. Und damit ihr nichts verpasst, denkt dran, wie war das immer mit dem Abo? YouTube hat zwar ein bisschen seinen Algorithmus verändert, aber trotzdem, lasst ein Abo da. Ich habe auch gesehen in der Zwischenzeit, obwohl keine Videos kamen, ging die Abozahl nach oben und daran werden wir jetzt noch weiterarbeiten. Ich werde noch ein paar alte Kontakte wieder aufgreifen, die ich auf der Equitana geknüpft habe, um zu gucken, was kann man dahingehend noch alles weitermachen und Neues machen. Und Kooperationen stehen an, im Bereich Sponsoring, aber das
es wird jetzt zu lang. Ich bin schon 5 Minuten am Quatschen. Ihr werdet es in den nächsten Wochen sehen. Es kommen noch ein paar Videos raus. Und wie gesagt, lasst das Abo da. Daumen nach oben. Und ja, bleibt dran, bleibt gespannt. 2 Sättel, 1 Meinung. Wir sehen uns in 2018. Bis dahin, macht's gut. Ciao.